Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, einige Gedanken zu dem Namen Gottes, Jehova, sein Hauptname. Den Juden hat er sich selbst als der Jehova, siehe 2. Mose 6, Vers 3, geoffenbart, und in der GDHDG, das ist also die Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit, hat er sich als Vater geoffenbart. So wie er sich durch den Mund der Propheten dem Volk Israel in dem Charakter des Jehova, des Bundesgottes, in all seinen Eigenschaften, 2. Mose 34, Vers 6 bis 7, dargestellt hat. So wird uns in dem, was im Betreff der GDHDG, also der Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit, nach meiner Ansicht eine bessere ins Deutsche Übertragung wie Versammlung oder Gemeinde, die beide nicht dem entsprechen, was Ekklesia meint, prophezeit, ist der Name des Vaters geoffenbart. Die Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit steht in Beziehung zum Vater Israel, zu Jehova. Folglich ist Jesus dem Volke Israel als der Messias, der Mittelpunkt der Verheißungen und Segnungen Jehovas, dargestellt. Der Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit dagegen wird er als Sohn Gottes geoffenbart, der sich hin zu seinen vielen Brüdern versammelt, indem er mit uns als den Kindern Gottes, den Gliedern seiner Familie und Miterben Christi, als den Erstgeborenen vieler Brüder seine Titel und Vorrechte teilt, was alles den Ausdruck der Herrlichkeit seines Vaters bedeutet. Die Bedeutung des Namens Jehova. Über die Bedeutung des Namens Jehova besteht heute kein Zweifel mehr. Wie bereits erwähnt, leitet er sich von dem hebräischen Tätigkeitswort für sein, ja, oder etwa her. Gott selbst gibt Mose die Erklärung für seinen Namen. In 2. Mose 3, 13 bis 15 heißt es, und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und sie zu ihnen sprechen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesagt, und sie zu mir sagen werden, welches ist sein Name, was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Hebräisch: Je, Asher, Je. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin, Hebräisch: Je, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Die Worte Ich bin, der ich bin, stehen in einer Zeitform, die ebenso gut mit Ich werde sein, der ich sein werde, übersetzt werden kann. In diesen Worten kommt nicht nur die Tatsache zum Ausdruck, dass Gott der Unwandelbare, Unveränderliche ist, sondern auch, dass er der Einzige ist, der mit Recht sagen konnte, ich bin. Alle anderen Wesen beziehen ihre Existenz von ihm. Er allein ist der ewig Seiende. 2. Mose 6, Vers 3 sagt Gott zu Mose: Ich bin Jehova. Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jehova habe ich mich ihnen nicht kundgegeben. Nun wissen wir, dass bereits Abraham durchwegs
durchaus den Namen Jehova kannte. In 1. Mose 15,2 redet er ihn sogar mit dem Namen an. Ja, schon in 1. Mose 2,4 kommt Jehova zum ersten Mal vor, sodass wir annehmen dürfen, dass die Menschen ihn von Anfang an so kannten. Im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 heißt es immer Gott Elohim. Aber in dem Abschnitt ab Kapitel 2,4, in dem die Erschaffung von Mann und Frau beschrieben wird, taucht der Name Jehova auf. Jehova ist der Name Gottes. Den er in seinem Handeln mit dem Menschen trägt. Das Wort kundgeben in 2. Mose 6, Vers 3 bedeutet daher, nicht nur mitteilen, sondern durch Erfahrung erkennen lassen. Bei der Berufung und Rettung seines irdischen Volkes Israel offenbarte Gott sich mit diesem Namen in einer besonderen, neuen Weise, wenn er in dieser Welt für sein Volk eintrat und es mit starker Hand und ausgestrecktem Arm erlöste. Noch eine kurze Randbemerkung zu dem Namen Jehova. Wie man das ausgesprochen hatte im Lauf der Jahrhunderte, weiß ich natürlich nicht und ich zweifle, dass das jemand weiß. Ich lese Jehova, warum? Weil das so in meiner Elberfelder 1905 Übersetzung steht. Wenn das jemand mit Yahweh oder ähnlich ausdrücken will, ja, warum nicht? Ich lese einfach so, spreche es einfach so, wie ich es gelesen habe in meiner Bibel. Dass das gar nichts mit den Antichristen, Watchtower, Zeugen Jehova zu tun hat, dass ja gar keine, die ja gar keine Christen sind. Sie gehören nicht einmal zu den christlichen Sekten, die Zeugen Jehova. Das nur so nebenbei erwähnt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, einfach in den Kommentar in der YouTube-Zeile einfügen und ich werde, wenn ich kann, gern antworten. Meine ganzen Adressen sind auch dann im YouTube hinterlegt. Und diesen Artikel könnt ihr im YouTube komplett lesen. Alles Gute.